Und damit herzlich willkommen zur Folge 6 im Factorio Let's Play. Mit Spaghetti-Wahnsinn des Grauens. Das hier macht Sinn. In meinem Kopf macht das Sinn. Und wir werden dann hier an der Stelle ein bisschen weiterbauen. Wir können 5 weitere Hochöfen bauen. Und wir haben keine Greifarme mehr. Das heißt, ich laufe jetzt ganz kurz nochmal rüber. Ganz kurz. Und schnapp mir da noch ein paar Greifarme. So, und ich glaube, ich werde die Hochöfen semi-automatisieren. Das heißt, ich werde die nicht hier anschließen. Das machen wir später. Sondern erst mal gucken, dass wir das so einigermaßen in Gang kriegen. Schnelle Greifarme. Die erforschen wir jetzt mal. Und unsere ersten Hochöfen bauen. Und dann bauen wir uns, nachdem wir eine Verteidigung aus dem Boden gestampft haben, eine richtige Schmelze. Und da hinten können wir auch noch mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen mit der Afraid of the Dark Mod, die sich gewünscht wurde, die uns unter anderem diese tollen Ballonlichter hier zaubert, mit denen wir ja ein großes Gebiet ausleuchten können. Ups, das hätte ich gerne so. In Balance und Symmetrie. Und hier werden wir vielleicht die schnellen Greifarme brauchen. Ich bin mir fast sicher, dass wir die brauchen. Zumindest für den Input. Input, Output, kaputt. Nein, Greifer wollen wir gar nicht. Wir wollen Strom. So. Und die besseren Strommasten wären natürlich auch ganz zauberhaft und fantastisch. So, und da geht's los. Das geht fast dauerhaft durch. Und da kriegen wir unsere ersten lustigen Backsteine. Was haben wir da noch an Stahl? Wir können nochmal 6 Hochöfen bauen. Und wir drücken nochmal T, weil wir die schnellen Greifarme auch schon fertig haben. Feuerrate, physischer Schaden. Wir machen erstmal hier physischer Schaden, dass wir die ganze pur rote Forschung schon mal durch haben. So, und da mangelt es dann an Stahlträgern. Zack, zack, zack. So. Ich glaube, unsere Steinschmelze ist jetzt schon besser als unsere Eisenschmelze. Ich bin mir sogar fast sicher, das sind 16 Hochöfen. Jo. Jo. So, wir zweigen ab. Das heißt, wir machen einmal ein Fließband, was hier zur Seite geht. Und dann könnten wir hier rein theoretisch. Oh, wie machen wir das denn? Wenn wir jetzt hier noch den Stein abzweigen würden für Landfill, dann wäre das ganz toll. Da haben wir Stein und dann machen wir Stein nochmal nach hier oben. Macht das überhaupt Sinn? Ja, doch, ich glaube schon. Wir hätten gerne hier eine Kiste, die können wir voll machen mit Stein. Zack. Montagemaschinen haben wir nur noch 3 Stück, das ist ein bisschen wenig. Für das, was ich vorhab, nämlich Mauern. Dann holen wir uns noch ein paar Montagemaschinen.
So. Los. Und das Schöne ist, es läuft mit Kohle, also frisst uns nicht den ganzen Strom auf. Nehmen wir nochmal 50 Montagemaschinen mit. Und dann werden wir uns ein bisschen einmauern und ein bisschen verteidigen. Oh, ich glaube, ich habe die Kiste nicht begrenzt da oben, ne? Nein, noch besser, ich habe gar keine gesetzt. Geschütztürme. Ah, mach mal 4 Stacks. Und ich freue mich schon auf die Flammenwerfer. Das wird ein Spaß. Okay, folgendes. Wir hätten gerne das hier. Was kosten uns denn die Mauern? Das sind jeweils 5 Ziegelsteine. Was? Hallo, ich bin neu bei euch in den Streams. Ja, dann herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ist halt jetzt gerade ein Live-Let's Play, das heißt, ich konzentriere mich vorwiegend aufs Let's Play. Lese aber trotzdem den Chat. Frischfleisch. Oh, und Dragon Gamer, grüß dich. Und vielen Dank für deinen Follow. Und ich habe mich auch nur dezent erschreckt. Den Sound habe ich übrigens selber eingesprochen. Das ist meine Stimme, wenn ich jetzt nicht gerade hier... ne? Ich könnte hier einen schnellen... einen schnellen Greifarm. Und hier investieren wir in eine Eisenkiste. Zack. Und zack. Und Mauern. So, und die Kollegen können dann hier produzieren. Ah, hier wäre es eigentlich sinnvoll, mehr davon zu haben, ne? Mehr Greifarme. Ja. Ich werde jetzt mal ganz schnell, hihi, weil ich hab's schon vorbereitet, eine Produktion für blaue Greifarme machen. Die ist schon vorkonfektioniert in unserer Mall. Nämlich hier an der Stelle. Und da können wir jetzt hingehen und sagen wir mal hier ein Teilerfließband hin. Das kommt weg. Das kommt auch weg. Und das ist komplett falsch, was ich hier mache. Das müssen wir ein bisschen weiter nach vorne bringen. So, also. So. Nehmen wir hier doch einen blauen. So. Passt das? Ja, wir müssen es genau andersrum machen. Ja. So. Die erotische Lass uns reden Stimme. So, dann haben wir da nämlich abgedeckt, dass die roten weiterhergestellt werden. Hoppla. Dann können wir hier einmal rüber und dort
die blauen herstellen. Blaue Greifarme und dafür brauchen wir Eisenplatten, Schaltkreise und diese Kollegen da. Und dann machen wir hier nochmal eine kleine Kiste hin. Dann passt's. Oh, und wir können forschen. Feuerrate 1. Und hier limitieren wir auch auf, sagen wir mal, ja, 4 Stacks, komm. Wir werden schon geizig sein. Zack, haben wir schon 7. Das reicht uns für unsere Mauernproduktion. Oh, und Mr. Gabel, vielen, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Ja, hier läuft's. Hier läuft's sehr, sehr gut. Und der arme Kerl kommt gar nicht hinterher hier. Dann machen wir hier noch einen zweiten blauen hin. Zack. So. Jetzt bräuchten wir hier blaue, ne? Jetzt nur die Hälfte der Maschine arbeitet. Oh ja, wir brauchen weitere blaue Kollegen. Wir gucken gerade mal, wie steht es um unsere Stromversorgung. Knapp. Das heißt, wir werden jetzt erstmal unsere Stromversorgung weiter ausweiten, bevor wir dann in die Verteidigung gehen. Wie viel Stahl haben wir hier? Das füllt sich auch langsam, das ist sehr, sehr gut und beruhigend. So. Du da mitkommen. So, und dann hätte ich ganz gerne von denen, nehmen wir uns mal hier ein paar Zahnräder mit. Greifen uns das hier ab. 7. Immer noch 7. Wir brauchen noch ein paar Rohre. Und ein paar Eisenplatten. Frisch Fleisch. Und Fabian, vielen Dank für deinen Follow. Ist ganz schön was los heute, oder? Rohre haben wir. Wir brauchen Stein. So. Und da ist der Turm nochmal angegriffen worden und da. Oh! Hört auf damit! Wir verlieren hier Dinge. Hauptsächlich die Geduld und die Fassung. So, der Turm da unten ist dann auch irgendwie ein bisschen. Müsste ich eigentlich ein bisschen weiter hochziehen dann. So. Upgrade für die Öfen. So, und das ist einfach nur krank. Das ist einfach nur krank, wie viel Stein hier durchkommt. Wie viel Mauern. Wir könnten mal in die Produktion reingucken. Wir produzieren jetzt gerade. Alter, hör doch mal auf zu springen. Eine Minute. 100 Mauern pro Minute. Und. Ja, nicht ganz so viel Stein wie Eisenplatten momentan, aber. Wenn man bedenkt, dass man jeweils 5 Steine braucht für eine Eisenplatte, für einen Ziegel.
So, wir haben da 8, dann brauchen wir hier 1, 2, 3, 4. Gut, Rohre haben wir dabei, Greifarme haben wir dabei, Fließbänder haben wir dabei. Dann gehen wir jetzt mal unsere Energieversorgung ausweiten. Ausweiten, nicht ausweiten, ne? Das ist ein Unterschied. Wenn wir da unten angegriffen werden, dann sind wir kaputt. Die Mauerproduktion ging nicht größer, oder? Nö. Das ist, das muss, für den Anfang muss das reichen. Für den Anfang muss das reichen. So. Dann können wir hier, warte mal, 1, 2, 3, 4, da hätte ich gerne die kohlebefeuerten Kohl legen. Wieso brauchst du am Anfang so viel Ziegelstein? Ich will eine komplette Mauer um meine Basis drumherum bauen. Und dafür will ich halt die Mauern haben, zum einen als gute Produktion und später können wir den Rest der Ziegelsteine einfach zum Pflastern nutzen. Damit diese widerliche Natur einfach weichen kann und weichen muss. So, das ist fast ein blaues Band. Ja. Haben ist besser als brauchen. Das ist immer so. So. Jetzt machen wir Folgendes. Dum-dum-dum-dum. Tee. Wir forschen als nächstes Tore. Ich würde ganz gerne hier an der Stelle jetzt nochmal Kohle abgreifen. Bevorzugter Ausgang rechts. Dann ziehen wir das mal einmal hier hoch. Und hier rüber. So, und dann hätte ich das gerne hier noch auf der anderen Seite. Gut, dass wir hier direkt an der Quelle sind für Underground Bells. Zack, und hier rüber. So, hier haben wir ein Kohleband. Eisen hätte ich gerne hier nochmal abgegriffen irgendwo. Das ist gar nicht so einfach. Das machen wir da. So, blaue Greifarme. 1, 2. Du machst mir bitte Munition. Oh nein! Angriff, Alarm! Wir müssen ganz dringend was machen da hinten. Wir verlieren Dinge. Fließbänder sind noch da, das passt. Hier haben wir Fließbänder verloren. Oh! Wir haben Schmelzen verloren.
Bin ja schon ganz froh, dass wir die Kiste da hinten nicht verloren haben. Was kostet uns denn die nächste Rüstung? Wäre auch noch gut. So, zack. Dann machen wir hier nochmal eine Reparatur. Geschützturm. Müssen das hier erstmal ein bisschen verteidigen hier in der Ecke. Verteidigung. So, ein paar Mauern haben wir schon mal. 1000. So, wir flitzen noch mal ganz kurz hier rüber. Dann machen wir uns Munition. Ein Turm wird nicht lange halten. Ja, ja. Ich arbeite an der vernünftigen Lösung. So und so. Halt. Das geht nicht, wenn da ein Mendeschen im Weg steht. So. Zack. So bis, sagen wir, hier. Vielleicht noch ein bisschen höher, damit wir das Uran... Wobei... Ach komm, nee, wir wollen es nicht gleich übertreiben. Verstehen Sie? Und hier noch ein paar von. So. Das, was ich jetzt mache, hat einen... Hintergrund. Zack, nehmen wir das noch und die da. So. Wir können jetzt hier an der Stelle da so rüber gehen. Bevorzugter Eingang links. Und wir brauchen Fließbänder. Gut, dass wir noch hier sind. Nehmen wir mal ein paar Fließbänder mit. Okay. So, ich hätte gerne das hier unten in der Leiste. Ich hätte gerne die hier unten in der Leiste. Und ich hätte gerne Fließbänder hier unten in der Leiste. Und natürlich Mauern. So, und wir fangen an hier. Der versorgt sich erstmal selber. Stockendes Bild, also ich habe keine verworfenen Frames, also von meiner Seite aus sieht es eigentlich gut aus. F5 hilft. Ja, dann ist es wieder das Twitch-Ding, das übliche. Damit kriegen wir uns, glaube ich, dann auf lange Sicht ganz gut verteidigt. Wir müssen natürlich hier nochmal ein paar Sachen wegmachen. Tore haben wir jetzt entwickelt. Kann ich schon welche bauen? Theoretisch ja. Gut, was brauchen wir jetzt gerade momentan? Ich gehe mal in die Forschung rein. Wir können auf jeden Fall mal Landaufschüttung erforschen. Mal und dann noch mal zweimal.
Da. Hier bei dem würde ich vielleicht sogar von Hand schon mal ein bisschen Munition reinmachen. Einfach nur, weil es doch relativ nah an der Einflugschneise ist, sage ich jetzt einfach mal. Warum nicht gleich mit dem Stromnetz verbinden? Weil ich dann auch noch Türme, Strommasten setzen muss. Ich will erstmal die grundsätzliche Verteidigung haben. Und dann werden wir das Ganze noch ein bisschen ausweiten. Der Vorteil der Kohle-Lane ist, wenn mir die Stromversorgung zusammenbricht, ist trotzdem gewährleistet, dass ich hier meine Verteidigung habe. Dass zumindest Munition nachgelegt wird. Außerdem brauchen wir nur eine Lane Munition, weil alles andere wäre Verschwendung. Frisch Fleisch. Oh, und Tieto, vielen Dank für dein Follow. Danke sehr. Und ich erschrecke mich jedes Mal. Danke. So, sind wir von der Höhe her? Wir müssen noch ein bisschen darüber. So, dann haben wir eine Seite eigentlich schon zu, ne? Und dann können wir ganz beruhigt und ganz in Ruhe erstmal hier ein bisschen ballern. Oh, Leute, 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 Leute. Uiuiui. Water. Gut, dass ich noch einen Turm dabei habe. Das war heftig. Gehen wir eine zweite Runde, machen direkt noch mehr Türme. Ich glaube, das ist vernünftig, das zu tun. Ich würde die Ecke ein bisschen knackiger machen, glaube ich. Oder? Ich gehe noch eins hier rüber. So. Dann würde ich hier noch einen genau mittig machen. Dum, 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 dum. So, so, genau. So, Ecken machen wir ein bisschen besser. Ecken sind bescheiden zu verteidigen, ja, das stimmt. Ich glaube, ich habe mich verbaut. Nö, geht. Und das Ganze muss natürlich auch symmetrisch sein. Das ist ganz wichtig. Sonst kriege ich nämlich einen Hirnkrampf. Das möchte ja nicht. So, das ist nur der innere Verteidigungsring, ne? Also die Basis wird nachher noch größer. Das soll mir einfach nur ein bisschen Zeit geben, neue brutale Strategien zu entwickeln. Ich weiß, beim letzten Mal im Livestream habe ich ähnlich gebaut. Das Ganze aber mit Stromversorgung gleich gehabt und habe mir ein riesiges Feld abgesteckt, was dann meine Basis werden sollte. Hirnkrampf, genau. Und hallo in die Runde. Gulaschkanone, das habe ich auch schon länger nicht mehr gelesen. Schön, dass du da bist.
Ja, das muss. Es muss. So, und ich glaube, beim letzten Mal hatte ich auch elendig viel Wald, den es erstmal abzuholzen galt. Wald, den es abzuholzen galt. Ah. Ich bin ein Pöd. Unsere Online-Zeiten sind zurzeit nicht kompatibel. Das kann natürlich sein. Das. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass. Feuer? Was? Feuer? So, und ich würde mich nach unten so weit ausbreiten, dass wir unsere Stromversorgung drin haben. Was natürlich erstmal eine große Strecke ist, ne? Aber so sind wir vor bösen Überraschungen sicher. Gib dem Onkel kein Streichholz, ne? Das ist keine gute Idee. Landaufschüttung ist fertig. Wir gucken nochmal in die Forschung. Wir könnten mal Solar erforschen. Solala. So, ein bisschen was von dem Wald können wir abholzen. Flammenwerfer, genau. Oh, und ich weiß noch in der im ersten Factorio Let's Play, wo ich gesagt habe, ja, hier Wald abholzen mit der Spitzhacke ist total doof und mit dem Maschinengewehr macht das auch keinen Spaß. Deswegen habe ich jetzt eine neue Sache, Handgranaten, wo ich dann einfach nur wild lachend in der Gegend rumgelaufen bin und Handgranaten in den Wald geworfen habe. Das war schön. Ich habe mich selber nicht mehr eingekriegt. Das war ein Traum. So. Oh, oben ist Kampf. Drei Geschütztürme sind in einen Kampf verwickelt. Bei mir hängt der Stream-Ton, ist aber da. Manchmal hilft F5. Das Problem haben wir wohl in letzter Zeit irgendwie öfter. Panzer und Artillerie sind auch dafür, zumindest für Schneisen. Oh ja. Was nachher super funktioniert, sind auch die Atomraketen. Das macht auch sehr, sehr viel Freude. So, aber die kommen momentan noch nicht mal irgendwie ran. Das ist sehr, sehr gut. Und in der nächsten Folge werden wir gucken jetzt mal ganz kurz auf der Karte. Wir haben das hier schon abgesteckt. Wir müssen noch hier runter und dann machen wir das hier zu. Und dann haben wir hier ein kleines Gebiet erschlossen und dann müssen wir schon fast gucken. Ja, wir haben noch Material hier, bis wir dann Züge haben und uns ausweiten können. Da ist Eisenerz noch. Kupfer haben wir jede Menge da hinten. Aber ich möchte ganz gerne, bevor wir solche Sachen anschließen, direkt schon mal eine große Schmelze stehen haben. Ja. Und wie gesagt, Verteidigung kümmern wir uns in der nächsten Folge dann weiter drum. Wir haben noch Geschütztürme und so weiter und so fort. Und deswegen, ja, ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Ciao.